Sie ist das Gesicht, das in den 80er Jahren in Millionen Teenie-Zimmern von Postern lächelt. Sandra haut Pop-Hits am Fließband raus. In unserem Ranking der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und Sänger ist sie die Nummer 1. Mit diesem Track stürmt Sandra im Sommer 1985 in dutzenden europäischen Ländern an die Spitze der Charts. Ihr Erfolgsrezept? Ich denke mir halt, am lockersten und am besten ist es eben, wenn ich mich so gebe, wie ich bin. Das ist auch das Einfachste. Und ich glaube, da habe ich das ganz gut gewählt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie keine Unbekannte mehr. Seit den 70er Jahren feiert Sandra mit dem Trio Arabesque vor allem in Japan Erfolge. Er bringt sie ganz groß raus. Michael Cretu, Mastermind hinter Sandras Solokarriere und ab 1988 ihr Ehemann. In ihrem Münchner Studio basteln die beiden an internationalen Chartstürmern. Ein musikalisches Power-Duo, Sandra und Michael Cretu. Er komponiert die Hits, die sie singt. Nur das Texten überlässt Sandra anderen. Ich sag schon zu meinen Textern, also ich möchte gerne, dass es in diese Richtung geht. Ausverkaufte Arenen von Moskau bis Tokio und 9 Monate im Jahr unterwegs. In den 80ern wird Sandra zum Megastar. Mit diesen Hits tourt Sandra bis heute erfolgreich rund um die Welt.